So, was für ein Chaos. Also, Zed ist wieder tot. Hoffentlich mit denselben Skill-Leveln wie bei dem Speicherstand eben gerade. Jetzt schlafen wir nochmal. Das ging ja soweit ganz gut. Wir wurden nicht gestört. Bei unserem letzten Versuch jedenfalls. Dann laufen wir dahin, versuchen das Auge diesmal schnell umzubringen, ohne dass noch zwei sterben. Und dann wieder beleben wir ihn. Oh, das war der falsche. So, hin da. Und schön auf komische Lichtblitze unterwegs achten. So, hier müsste gleich... Da ist die Leiche. Und da ist der Lichtblitz. Au. Komm, du musst doch sterben. Tot. Sehr schön. Also, du kommst mit. Die Sachen lassen wir liegen. Die kann Zed nachher selber einsammeln. So als Ausgleich dafür, dass er einfach so gestorben ist, ohne sich dafür zu entschuldigen. So, mein Kopf sagt, da ist richtiger Weg zum Altar und mein Kopf hat recht. Dafür laufen wir noch ein paar Mal gegen die Wand, weil es dem Kopf so gut tut. Ha, irgendwie sind wir überladen. Oh, und haben einen Kopfschaden. Was laufen die auch immer mit dem Kopf voraus gegen die Wände? So, da ist unser Vorratsschränkchen und Britzel. Musch, Zed lebt wieder. Und er hat 122 Lebenspunkte. Das kann nicht sein. Ich habe mir 147 aufgeschrieben. 93 Stamina, 25 Mana. Hat er vielleicht irgendwelche Ausrüstung die Lebenspunkte erhöht? Gucken wir mal hier. Craft Journey, Novice Journey. Craft Journey, Novice Journey. Das ist soweit alles richtig. Er hat 25 Lebenspunkte verloren durch seinen Tod. Da muss irgendwas schiefgelaufen sein. Gucken wir nochmal ganz kurz. Außer ich habe mich irgendwie total verlesen, aber... Das wäre jetzt richtig übel. Das heißt nämlich, wir müssten den Speicherstand laden von... 2 oder so Speicherstätten rückwärts. Das heißt, 1,5 Folgen zurück. Na gut, wir gucken erstmal ganz kurz, was seine Ausrüstung so macht. Vielleicht ist ja irgendwas dabei, was Lebenspunkte erhöht. So, ein Schlüssel bestimmt nicht. Ein komischer Trank. Silbermünzen macht bestimmt auch keine Lebenspunkte. Noch mehr Münzen, noch mehr Münzen. Ich hoffe ja auf das Amulett. Obwohl, das leuchtet nur im Dunkeln, oder? Machst du Lebenspunkte? Nein, machst du nicht. Vielleicht die magische Mithril-Weste? Und der Helm? Nö, 122. 64333. Da hat sich nichts verändert. Nur die Lebenspunkte. Okay. Ich laufe mal ganz kurz zurück zum Altar. Da schlafen wir in Ruhe. Speichern nochmal ab. Und laden dann wieder den Speicherstand von zweimal vorher, wo Zed noch nicht gestorben ist. Und hoffen einfach mal, dass ich einen Fehler gemacht habe beim Aufschreiben von den Stats. Weil wenn bei einem Tod wirklich 25 Lebenspunkte permanent abgezogen werden, dann dürfen wir nicht sterben. Sonst schaffen wir das Spiel einfach nicht. Ja. Also, erstmal schlafen. Vielleicht gehen ja so die maximalen Lebenspunkte hoch. Oder es hängt mit der Stamina zusammen. 122. Also speichern unter 17. Achtung. Permaverlust. So, gespeichert. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich den Speicherstand geladen habe. Denn ich kann hier nicht direkt laden. Ich muss erst ganz rausgehen und dann stürzen wir die Aufnahme ab. Also bis gleich. So, da sind wir wieder. Diesmal auf dem Ladebildschirm. Also, bei dem Speicherstand ist Zed schon tot. Bei dem Speicherstand müsste er noch leben. Und er lebt. Und er hat 147 Lebenspunkte. Und er ist Craft Journey Journey. Er ist 6433. Ja, damit ist quasi bewiesen, dass wenn man stirbt, man permanent 25 Lebenspunkte verliert. Was bedeutet, wir dürfen auf keinen Fall sterben. Das heißt, wir müssen immer neu laden, sobald einer stirbt. Das finde ich persönlich ziemlich scheiße. Aber gut, kann man jetzt ändern. Das heißt, wir sind jetzt wieder da, wo wir letzte Folge angefangen haben.
finden hier gleich den Maiskolben und die Meersterne und entscheiden, dass er die Schleudernächer benutzt, sondern dafür Wurfwaffen. Na gut. Wurfwaffen in die Hand. Das heißt, wir finden auch gleich den Altar wieder zum ersten Mal und schmeißen da unsere ganzen Sachen auf den Boden. Nicht hier, auch nicht da. Eigentlich müsste hier irgendwo eine Abzweigung gewesen sein. Da. Und irgendwo lauert auch noch das eine Auge, das uns umgebracht hat. Also besser gesagt, das Set umgebracht hat und das das Ganze hier ausgelöst hat. Wobei ich es echt albern finde, dass Set gestorben ist. Oh, hier war der Teleporter. Was machte der Teleporter? Der brachte uns einfach nur zu einem Raum, wo wir die Slayer-Pfeile gelassen haben. Genau, hier hinter. Also, Tür auf. Ein Skelett war da noch und eine Biene, glaube ich. Diesmal werfen wir keine Slayer-Pfeile hin, sondern Pilzscheiben. Ups. Ich sagte Pilzscheiben. Wir können die Pilzscheiben nicht durch die Tür werfen. Was ist das denn? Komm her. Wenn ich jetzt werfe, bleiben sie auf der anderen Seite liegen. So. Maiskolben, nee. Ich würde eigentlich schon ganz gerne Wurmscheiben, Pilzdinger dahin werfen. Aber es kommt nicht so weit. Mist. Na gut, dann müssen wir halt einfach hier die Sache hinlegen, die Tür offen lassen und dadurch dann sehen, wenn wir auf der anderen Seite sind, dass wir auf dieser Seite schon mal waren. Und er sollte trotzdem sein Schwert in die Hand bekommen. So. Also, da weiter lang. Zauberspruch vorbereiten. So. Hier waren wir schon mal. Hier auch. Und hier müsste eigentlich jetzt gleich der Altar kommen. Ja, Altar von V. Keine Schleichwerbung. Nahrungskiste 1. Noch nicht volle Nahrungskiste 2. Jetzt volle Nahrungskiste 2. Nahrungskiste 3 und wir hatten noch irgendwo eine leere Kiste. Hatte er die? Nein. Dann ist die hier leer. Goody. Der bleibt auch hier. Die ganzen Stäbe können wir hier stapeln. Den. Steine können wir auch da lassen. Wohl, wie viel wiegen die? 1 Kilo. Ich glaube, ich behalte 2, falls wir irgendwelche Druckplatten auslösen müssen oder Sachen werfen. So, die Sachen wollten wir alle behalten. Die Ninja-Sterne können zu ihm hier. Pfeile haben wir eigentlich zu viele, aber die wiegen fast nichts und wir haben eigentlich genug Platz. Spiegel wiegen auch fast nichts, können auch hier bleiben. Machen wir ein bisschen Ordnung. So. Die Axt sollte in die Hand nehmen, die können auch zu Nabi. Goldmünzen bleiben sowieso in der Gruppe. Und das Halsband wollten wir noch hier lassen. So, der Stein kann auch hier bleiben. So, jetzt haben wir auch wieder aussortiert. Sind also quasi wieder auf dem Stand, bevor Zed gestorben ist. Das ist soweit schon mal gut. Speichere ich nochmal ab. Überspeichere den ohne den Anhängsel. 17. So. Mann, das war echt eine komische Aktion. Aber hat uns gezeigt, er hier braucht auf jeden Fall mehr Lebenspunkte. Das heißt, den nächsten Gegner, der kommt, wird er mit Magie töten. Einfach nur, damit er ein paar Magierlevel bekommt, um mehr Lebenspunkte zu bekommen. Und hoffentlich auch Schutz gegen Magie und Schutz gegen Feuer. Das müsste eigentlich auch steigen, wenn man Magierlevel bekommt. So. Den Weg zu Sets Leiche, die nicht mehr da liegt, habe ich aber auch noch im Kopf. Müssen wir einfach hier rumgehen. Und da lag die Leiche. Kommt ein Blitz geflogen? Hört gar nichts. Irgendwo muss das Auge doch hergekommen sein.
Wir sind gerade in einer Sackgasse. Das ist gar keine gute Idee. Ah! Oh, Mann! Gosmog braucht keinen kleinen Zauber, aber Zed könnte. Gut, dass wir schneller laufen können, als ein Blitz fliegt. Und das war's auch schon mit Zeds Zauberkraft. Und wir sind mitten in einen Blitzstrahl reingestraft. Heiltränke? Haben natürlich auch nicht vorbereitet in diesem Speicherstand. Und da ist eine Rauffolge, das heißt, Gegner ist tot. Schön. Das lief schon mal besser als beim letzten Versuch. Also, zurück zum Wie-Altar. Ganz viele Heiltränke vorbereiten. Und ich bin versucht, ein, zwei Magier-Level einfach durch stupides Lichtzaubern zu bekommen. Das ist dann denn für eine Weile nervig und langweilig, aber wir verhindern wenigstens, dass wir wieder zwei Folgen verlieren, nur dadurch, dass einer hier gewone-hittet wird. Also, zuallererst mal dürfen jetzt Gosmog und Zed Priester-Levels gehen. Weil die dürften eigentlich noch fast gar keine Level drin haben. Die sind Novize und Novize. Ja. Elijah kann schon mal... Wie schaut es eigentlich bei denen aus? Der ist Craftsman, Artisan und Craftsman Priest und Artisan Wizard. Du bist Craftsman Priest und Artisan Wizard. Also die sind gleich auf. Dafür sind die halt Ninja und Kriegerlevel sehr niedrig. Aber die beiden halten ja auch mit am meisten aus. Guckt euch mal die Antimagie von ihm hier zum Beispiel an. 67. Zed 43. Also ja. Die beiden Jungs müssen erstmal jetzt die Schulbank drücken. Gosmog ist eigentlich schon fast voll. Das heißt, Gosmog kann jetzt mal Heiltrank, Heiltrank. Aber das sind billige Heiltränke, die wollen wir gar nicht auf Vorrat haben. Das heißt, er muss jetzt Tränke herstellen und sie gleich wieder schlucken. Zack. Das mache ich jetzt so lange, bis er... Oh, das ging ziemlich schnell. Bis er ein Priesterlevel bekommt, wollte ich eigentlich sagen. Na schön, machen wir bei Zed weiter. Dann müsste es wesentlich länger dauern, denn er hat nicht besonders viel Mana. Allgemein verschwenden wir aber gerade Mana, also können die beiden hier auch nochmal Lichtzauber machen. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich wichtig ist, wie hoch der Lichtzauber ist. Also spammt er jetzt einfach mal kurz auf dem kleinsten Level durch. Und ein Zauberer-Level. Und noch ein Punkt an die Magie. Also haben wir bewiesen, Magier-Level bringt Weisheit, Vitalität und Antimagie. Für alle wichtig. So. Mana alle, nächster, zack, zack. Das finde ich echt cool bei Dungeon Master. Also klar, in einem Let's Play ist es nicht unbedingt so spannend, aber dass man seinen Charakter einfach immer so weiterentwickeln kann und dass wirklich jeder alles lernen kann, das ist echt cool. Und dass man nicht darauf fixiert ist, das ist jetzt ein Tank-Charakter, das ist jetzt ein Magier-Charakter. Das finde ich echt lustig. So, und jetzt hat keiner mehr Mana, perfekte Gelegenheit zum Schlafen. Und ein bisschen Nahrung verbrauchen. So, was sagt die Uhr? Eine Minute haben wir noch. Na gut, in der einen Minute werde ich noch so viel wie möglich raushauen. Zack. Ups, es war nur zu viel. Brauche eine Potion. So. Und in der nächsten Folge machen wir dann irgendwas anderes außer Leveln. Aber die eine Minute gönne ich mir jetzt noch. Vor allem hätte ich eigentlich ganz gerne noch mit Zed ein Priester-Level gemacht. Aber der scheint sich da zu sträuben. Na gut, dann halt Gosmog nochmal. Schluck. Schluck. Es würde mich auch interessieren, ob es feste Erfahrungspunkt-Tabellen gibt. Und ob jede Tätigkeit, die man macht, auch wieder feste Erfahrungspunkte bringt. Meinetwegen jetzt einen Trank auf der Stufe machen, bringt 5 Erfahrungspunkte. Und sobald man 100 voll hat, kommt man in die nächste Stufe. Sowas in der Richtung. Aber das kann man schwer testen. So, ihr beiden macht nochmal Licht. Jedenfalls so ein bisschen. Damit das Mana nicht verschwendet wird. So, komm schon. Zed, du kannst das. Ein, zwei Tränke noch. Ich will doch nur ein Priester-Level, damit du einen Blitzstrahl aushältst.
Und Wasser. Ja, da ist das Priester-Level. Schön, schön. Abspeichern. Das ist im Kasten. 18. Und wir sehen uns gleich wieder.